Sind immer die Richtigen und sollen nicht dafür bestraft werden, dass sie pünktlich waren. Mein Name ist Ellen Überscheer, ich bin Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung. Ich freue mich sehr, Sie heute Abend hier begrüßen zu können. Das Thema ist nicht vergnügungssteuerpflichtig, aber es ist dringlich und es ist wichtig. Die Entwicklung neuer Waffensysteme wird ja in der Regel begründet mit dem Argument der Friedenssicherung. Das Gleichgewicht des Schreckens, das die Zeit des Kalten Krieges prägte, hergestellt durch Waffensysteme, die bekanntlich mehrfache Vernichtungskraft für der gesamten Erde hatten und das wahrscheinlich auch immer noch haben, funktionierte genau so. Frieden schaffen gegen NATO-Waffen, das war so ein Spruch, mit dem ich mit meiner DDR-Biografie aufgewachsen bin. Und da war natürlich klar, dass die SS-20 unter dem Thema Frieden, nicht auf dieser Seite des Spruches standen, verortet wurden. Waffen als Friedensstifter, aber immerhin, das Gleichgewicht des Schreckens sperrte den Krieg aus Europa aus bis in die 90er Jahre. Seit dem Ende des amerikanisch-sowjetischen Hegemonialkonfliktes ist der Krieg zurück in Europa. Die erhoffte großflächige Abrüstung begann zwar, blieb aber stecken und wird nun überholt von der Entwicklung völlig neuer Waffensysteme, die unter Nutzung digitaler Technologien mit einer leichten argumentativen Verschiebung ebenfalls angeblich der Friedenssicherung dienen. Nicht nur das, sondern auf märchenhafte Weise soll etwas gelingen, was einzigartig in der Menschheitsgeschichte wäre, den Krieg zu humanisieren. Mit den digitalen Waffensystemen geht das Versprechen einher, das Leben von Menschen und insbesondere das von Soldatinnen und Soldaten zu schützen. Wer nicht unmittelbar im Einsatz steht, sondern in der Basis am Computer sitzt, ist geschützt. So die Logik. Man setzt die eigenen Soldatinnen und Soldaten geringerem oder keinem Risiko aus. Die autonomen Waffensysteme sind in ihrer Geschwindigkeit Menschen deutlich überlegen, machen weniger Fehler angeblich als die möglicherweise unter Stress und mit weniger Informationen versehenen Soldatinnen und Soldaten es tun würden und treffen eben auch Entscheidungen über Leben und Tod. Ein weiterer Vorteil wird gepriesen, waren die Massenvernichtungswaffen des Kalten Krieges auf möglichst breite Zerstörungskraft ausgelegt. So liegt der Vorteil der autonomen Waffensysteme, der digitalen Systeme darin, dass sie erstens präzise und zweitens effizient töten. Targeted Killings, die Unschuldige verschonen und den Schaden in Grenzen halten sollen, so lautet das Versprechen. Doch aus dem schon seit Jahren andauernden Drohnenkrieg in Afghanistan wissen wir, wie ambivalent, wie unzuverlässig die Aussagen sind, wie unsicher und fragwürdig das ethische und rechtliche Terrain ist, das wir betreten haben. Schon 2013 berichtete die New York Times, dass bisher noch jede unabhängige Untersuchung von Drohnenschlägen ergeben hat, dass weit mehr zivile Opfer zu verzeichnen waren, als die offiziellen Zahlen angegeben haben. Inzwischen sind die Entwicklungen im Bereich künstlicher Intelligenz im Militärischen viel weiter. Wir stecken bereits in einem internationalen Wettrüsten um Waffensysteme, die der Soldatinnen und Soldaten gar nicht mehr bedürfen. Maschinen, deren Algorithmen so ausgefeilt sind, dass sie sich nicht nur selbstständig durch unbekanntes Gelände bewegen, sondern eigenständig über Tod und Leben entscheiden können. Die Schlachtfelder der Zukunft werden, wenn wir nicht entschieden etwas dagegen tun, von Maschinen bestimmt. Der Milliardenwettbewerb findet längst statt. USA, China, Russland, auch Israel sind hier zu nennen. Auch die deutsche Rüstungsindustrie ist dabei, das kriegerische Potenzial von Algorithmen zu testen. Wie legal, ganz zu schweigen von der Frage, wie legitim ist es, den Faktor Mensch aus der Gleichung zu nehmen? Ist es tatsächlich humaner, wenn Maschinen töten? Demgegenüber bleibt festzuhalten, jede Handlung, die auf die Tötung von Menschen ausgerichtet ist, kann nicht mit positiven moralischen Kriterien wie human oder gerecht qualifiziert werden. Es kann bei der Rechtfertigung von militärischen Einsätzen immer nur darum gehen, ob es in bestimmten Situationen nötig sein kann, den Gewaltverzicht des Rechtsbrechers durch den Einsatz militärischer Mittel zu erzwingen.
Das Töten überschreitet immer die Grenze dessen, was moralisch gerechtfertigt werden kann. Denn Leben lässt sich nicht gegen Leben abwägen. Notwendig ist in solchen Situationen eine Abwägung der Schuld und die Bereitschaft zur Übernahme von Schuld. Und genau hier kommen die Dinge ins Rutschen. Wenn wir nicht mehr begründen müssten, warum eine Armee in einen Kriegseinsatz geschickt wird, wenn nicht überzeugend dargelegt werden müsste, warum ein Parlament oder eine Regierung glaubt, dass die Kinder des Landes ihre Unversehrtheit und auch ihr Leben geben sollen, sinkt dann eigentlich die Hemmschwelle für den Einsatz von militärischen Mitteln? Wie wichtig ist in dem Fall die Fähigkeit des Menschen zu zweifeln, auch gerade in kriegerischen Situationen, die schnell unübersichtlich werden können, die sich schnell ändern? Welche Entscheidungen können Maschinen anders als Menschen eben nicht treffen? Seit Jahrhunderten haben Generationen von philosophierenden Theologinnen, Theologen, Politikern darum gerungen, Kriege einzugrenzen und humaner zu machen, mit der Theorie vom gerechten Krieg bis hin zum humanitären Völkerrecht. Es geht immer um den Versuch, Gewalt und Krieg in Einklang mit dem grundsätzlichen Gewaltverzicht zu bringen und als Ultima Ratio zur Wiederherstellung des Friedens zu beschreiben. Die Verhältnismäßigkeit der Mittel ist eines der Kriterien dafür, ich kann das jetzt nicht ausführen. Die Unterscheidung zwischen Zivilisten und Soldaten ist ein weiteres Kriterium im Kern aber. Und hier liegt das entscheidende Problem künstlicher Intelligenz, das ja nicht nur den militärischen Bereich erfasst, ist eben jene Frage nach Schuld und Verantwortung. Wer tötet, muss in der Lage sein, anderen darüber Rechenschaft ablegen zu können. Wer tötet, muss Verhältnismäßigkeit bewahren und darf die Kontrolle nicht verlieren. Klar, für die Opfer macht es keinen Unterschied, ob der Bruder, die Schwester von einer Maschine getötet worden ist oder von einem Soldaten mit Maschinengewehr. Aber für unsere Gesellschaften, für die moralische und rechtliche Verfasstheit unserer Gesellschaften macht es einen erheblichen Unterschied, ob diese Schuldfähigkeit gegeben ist oder nicht. Wie zieht man eine Maschine zur Rechenschaft? Wie will man damit umgehen, wenn eine komplett autonome Drohne oder ein Drohnenverbund durch einen Softwarefehler oder aber eben aufgrund der entsprechenden Programmierung ein Blutbad anrichtet und sich eben gerade nicht gezielt und effektiv auf den entsprechenden Kombattanten konzentriert. Soll dann ein Informatiker für die Entwicklung eines Algorithmus verurteilt werden, den nur noch wenige Experten und Expertinnen verstehen? Welche menschlichen, ethischen, rechtlichen Folgen hat eigentlich diese Entwicklung? Was können wir dagegen tun? Erstens mal, wir brauchen eine öffentliche Debatte. Ich freue mich deswegen, dass Sie hier erschienen sind, denn das Zeitfenster, in dem wir handeln können, ist eng. Wie gesagt, der Rüstungswettlauf hat schon angefangen. Wir haben vor anderthalb Jahren in unserem Referat Außen- und Sicherheitspolitik angefangen, eine kleine Experten-Taskforce einzurichten, die uns die wichtigsten völkerrechtlichen, ethischen, sicherheits- und netzpolitischen Dimensionen autonomer Waffensysteme herausgearbeitet hat. Und ich freue mich sehr, dass Frank Sauer, der Initiator und Kopf und Driving Force der Taskforce, heute hier ist und Ihnen die Details der Studie, die wir Ihnen vorstellen möchten, vorstellen wird. Heute Nachmittag kamen Expertinnen und Experten des Verteidigungsministeriums, des Auswärtigen Amtes mit Mitgliedern der Taskforce diskutiert über die Herausforderungen und die Gefahren. Und jetzt geht es darum, sozusagen mit Ihnen in das Gespräch zu kommen und mit Ihnen in die Diskussion zu gehen. Es geht natürlich nicht darum, auf naive Weise zu sagen, wir wollen keine Digitalisierung im militärischen Bereich. Das wäre völliger Unsinn, sondern es geht darum, eine Entwicklung zu steuern, die je länger sie anhält, umso wilder wuchern wird. Wir brauchen Regeln, wir brauchen präventive Rüstungskontrolle, aber es ist gar nicht mehr präventiv. Wir brauchen Rüstungskontrolle in diesem Bereich und ein bisschen präventiv ist es vielleicht noch. Wir sind bei diesen Eisbergen, die vor uns liegen, mutig geworden. Nicht zuletzt deswegen, weil einer unserer Partner
die wir unterstützt haben. Und ich freue mich sehr, dass du da bist, Anne. ICAN, den Friedensnobelpreis für eine ganz neue Initiative zum Atomwaffenverbot bekommen hat. Das macht uns einfach Mut, wirklich dicke Bretter und große Eisberge anzugehen und zu sagen, die Öffentlichkeit, die das braucht, die versuchen wir herzustellen. Wir helfen dabei, dass das gelingt. Und wir beobachten mit großer Hoffnung, dass es unter dem Label ICRAC, International Committee for Robot Arms Control, eine weltweite Koalition gegen sogenannte Killer-Roboter schon gibt. Und wir hoffen natürlich, dass diese mutigen Stimmen, und wir tun unseres als Böll-Stiftung dazu, dass diese mutigen Stimmen auch da gehört werden, wo Militärs eben massiv auf künstliche Intelligenz setzen. In den USA, bei den etablierten Großmächten, aber ebenso wie bei den aufstrebenden Großmächten wie China oder Indien. Immerhin derzeit 19 Staaten fordern derzeit in der UNO eine Ächtung der sogenannten Killerroboter. Ein Anfang ist also gemacht. Wir werden das Thema mit Nachdruck verfolgen, verbreiten und alles dafür tun, dass dieser Diskurs verbreitert wird. Und da geht es natürlich klar um Entscheidungsträgerinnen, Entscheidungsträger in Politik, in Wirtschaft, in Forschung. Aber es geht auch um die kritische Zivilgesellschaft, die zu mobilisieren. Heute machen wir den Anfang. Wie gesagt, ich freue mich, dass Sie alle gekommen sind. Ich wünsche uns eine anregende Diskussion und danke Giorgio Franceschini, der den Prozess von seinem Vorgänger Gregor Enste aufgenommen und vorangetrieben hat. Es gibt einen kleinen Film und den schauen wir uns jetzt an und dann geht's in die Diskussion. Ich wünsche einen anregenden Abend. Sind wir dabei, eine moralische Grenze zu überschreiten? Die Entwicklung autonomer Waffen nimmt zu. Weltweit haben Streitkräfte damit begonnen, Technologien aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz für militärische Zwecke zu nutzen. Ein wesentlicher Aspekt dieser Entwicklung ist der zunehmende Grad an Autonomie in verschiedenen Waffensystemen. Autonome Waffensysteme wählen Ziele aus und bekämpfen diese selbstständig, ohne menschliche Kontrolle und Aufsicht. Ihre Weiterentwicklung und ihr Einsatz sind heftig umstritten. Expertinnen und Experten auf der ganzen Welt machen auf die völkerrechtlichen, ethischen und sicherheitspolitischen Risiken aufmerksam, sollten Waffensysteme ohne menschliche Verfügungsgewalt operieren. Viele namhafte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler fordern in offenen Briefen ein Verbot autonomer Waffensysteme. Auch bei den Vereinten Nationen in Genf diskutieren Staatenvertreter, Wissenschaftler und die Zivilgesellschaft über das Thema. Eine wachsende Zahl von Staaten, ebenso wie die zivilgesellschaftliche Kampagne gegen Killerroboter, fordert eine verbindliche, völkerrechtliche Regulierung autonomer Waffensysteme. Vergleichbar mit der Ächtung von Massenvernichtungswaffen, Blendlasern, Antipersonenminen und Clustermunition. I hope that on this occasion, as we sit at the crossroads, governments can get their act together and take this seriously. Autonomie in Waffensystemen ist dabei nicht unbedingt neu. Verteidigungssysteme, die selbstständig Ziele erfassen und bekämpfen, sind schon seit Jahrzehnten in vielen Streitkräften weltweit in Gebrauch. In einigen ist der Mensch noch an der Entscheidung zum Waffeneinsatz beteiligt, so wie bei Mantis, einem Verteidigungssystem der deutschen Bundeswehr. Die letztliche Entscheidung, da würde ich nicht der Maschine vertrauen wollen, dass sie diese Entscheidung so trifft, wie ich oder wie dann letztlich der Kommandeur das denn eben vor Ort auch möchte. Andere Verteidigungssysteme können selbstständig, also ohne menschliche Entscheidung, feuern. Solange solche Systeme zum Schutz von Soldatinnen und Soldaten nur gegen unbelebte Ziele eingesetzt werden, bleiben sie unbedenklich. Geht jedoch der Autonomietrend weiter und hält Autonomie auch Einzug in Waffensysteme, die belebte Ziele oder Menschen angreifen, dann wären auch diese der menschlichen Verfügungsgewalt entzogen. Die Achtung vor der Menschenwürde und internationalen Menschenrechten legt nahe, dass die Entscheidung über Leben und Tod prinzipiell nicht Maschinen überlassen werden sollte. Auch kennt das Kriegsvölkerrecht nur menschliche Entscheidungen. Daher
erzeugen autonome Waffensysteme fundamentale Probleme mit Blick auf die Verantwortungsübernahme im Rahmen der Anwendung militärischer Gewalt. What we don't want to have happen is robotic system is sent out there, causes some kind of mass casualty event, and we go, well, no humans at fault. Clearly humans at fault, and we're going to have to determine, was it the person that deployed it, was it the designer, whatever it is, we need to create a system of accountability around it. Ein weiterhin ungebremstes Autonomiewettrennen setzt Anreize zur Weiterverbreitung der Technologie und erhöht die Gefahr regionaler und globaler militärischer Eskalationen. Es ist Zeit für Rüstungskontrolle, denn die langfristigen Risiken überwiegen die kurzfristigen militärischen Vorteile. Just like you can't solve the winning or losing of your war simply by automating it, there's never been a war won just by the technology. Die Frage ist nicht, ob, sondern wie KI-Technologien zukünftig von Streitkräften genutzt werden. Die Weichen für die Nutzung von Autonomie in Waffensystemen werden heute gestellt. Die Menschheit wäre gut beraten, die Kontrolle nicht an Algorithmen abzutreten, sondern die menschliche Verfügungsgewalt über Waffensysteme zu behalten. Die Zeit zum Handeln ist jetzt. Regierungen müssen handeln, bevor es zu spät ist. Einen wunderschönen guten Abend. Wunderschönen guten Abend in allen und einen wunderschönen guten Abend auch unseren Zuschauern im Livestream. Ich freue mich sehr, mit Ihnen dieses Thema tödliche Algorithmen und Autonomie in Waffensystemen zu diskutieren. Helen Überscheer hat uns sehr gute Fragen auf den Weg gegeben und wir haben sehr gute Experten, die uns und Expertinnen, die uns unterstützen werden, diese Fragen zu beantworten. Ich bin Giorgio Franceschini von der Heinrich-Böll-Stiftung und werde diese Diskussion moderieren. Und gegen Ende der Diskussion werden wir die Diskussion auch für Sie öffnen, so damit Sie Fragen und Bemerkungen auch anbringen können. Ich würde gerne unsere Panelistinnen vorstellen. Und ich beginne mit dem Elegantesten in unserer Runde, nämlich zu unserer Rechten, Dr. Frank Sauer, Universität der Bundeswehr München, den Sie auch schon in der Videoeinspielung gesehen haben. Frank lehrt und forscht an der Universität der Bundeswehr in München. Er hat ein bedeutendes Buch über Nuklearwaffen geschrieben. Er ist sehr aktiv in Forschungen im Bereich der internationalen Beziehungen mit Schwerpunkten Rüstungskontrolle und Abrüstung und insbesondere eben bezüglich neuer Waffensysteme. Wir sind auch sehr froh, dass Frank unsere Taskforce geleitet hat, die den wunderschönen Titel hat, Taskforce on Disruptive Technology and 21st Century Warfare. Und diese Taskforce unter Leitung von Frank Sauer hat, wie gesagt, heute ihre Studie vorgelegt, die ich Ihnen hier kurz zeige. Sie können sie dann am Ende der Veranstaltung auch am Büchertisch mitnehmen, so Sie daran Interesse haben. Es geht eben um dieses Thema der Autonomie in Waffensystemen. Zu meiner Rechten Dr. Konstantin von Notz, Bündnis 90 Die Grünen, stellvertretender Fraktionsvorsitzender und die meisten Leute assoziieren Dr. von Notz, Konstantin von Notz, mit netzpolitischen Fragen und ist dementsprechend auch der netzpolitische Sprecher von Bündnis 90 Die Grünen. Zu meiner Linken Lorena Jaume-Palassi, ich hoffe, ich habe das korrekt ausgesprochen, Geschäftsführerin und Mitbegründerin der NGO Algorithm Watch. Und was ich sehr toll finde, auch, Moment, jetzt muss ich schauen, ob ich es hinkriege. Sie sind Mitglied des Waisenrates der spanischen Regierung zu Fragen der künstlichen Intelligenz. Last but not least zu unserer Linken, John Riles, stellvertretender Referatsleiter John Riles vom Auswärtigen Amt, stellvertretender Referatsleiter des Referats für konventionelle Rüstungskontrolle, konventionelle Abrüstung, vertrauensbildende Maßnahmen und, ich glaube auch wichtig für diesen Kontext, präventive Rüstungskontrolle. Also John Riles guckt sich auch jene Waffen an, die es vielleicht noch nicht gibt, aber möglicherweise morgen gibt und die destabilisierende
Effekte haben. Und mit dir, John, würde ich auch gerne beginnen, weil wir haben gesehen, it's time to act now. Es gibt eine gewisse Dringlichkeit, sich um diese Waffen zu kümmern, sie zu regulieren. Wir haben in den letzten Monaten auch eine Kette von offenen Briefen mitgekriegt, von Elon Musk bis zu den Wissenschaftlern, die wir hier gesehen haben. Hawkins war auch dabei. Wir hatten vor einer Woche einen offenen Brief von über 1000 Google-Mitarbeitern, die großes Unbehagen darüber ausgedrückt haben, dass Google mit dem Pentagon zusammenarbeitet und ihnen eventuell Algorithmen zur Verfügung stellt, die sie vielleicht für die Zielerfassung benutzen könnten. Das heißt, das Thema ist da. Es wird national diskutiert. Es wird von NGOs auch diskutiert und es ist auch im Rahmen der UN angekommen und es wird seit einigen Jahren im Rahmen der sogenannten UN-Waffenkonvention diskutiert. Deutschland ist da in diesen Diskussionen dabei und John Riles, vielleicht als erste Frage würde uns interessieren, was ist der Stand dieser Debatte? Wer will diese Waffen verbieten? Wer ist eher auf der Bremse und wer ist, sagen wir mal so, in der Mitte? Und woran hakt's? Schon an, oder? Ja, super. Also ja, vielen Dank für die Frage. In der Tat, also die Genfer Waffenkonvention ist das Forum, in dem wir über den Umgang und die Regulierung autonomer Waffen diskutieren. Und ich muss sagen, da sieht es leider gar nicht so gut aus. Das sind sehr schwierige Verhandlungen, einfach weil die Meinungen unter den Staaten sehr stark auseinandergehen. Also es gibt da ein sehr starkes Lager, ich würde sagen, das ist das zahlenmäßig größte Lager. Das sind die Staaten, die sagen, wir wollen diese Waffen sofort verbieten. Also wir brauchen jetzt schon ein Moratorium, also ein Verbot, solche Waffen überhaupt zu entwickeln und daran zu forschen. Und wenn wir dieses Moratorium haben, dann sollten wir sofort Verhandlungen aufnehmen über einen Verbotsvertrag. Also diese Gruppe, also diese Meinung wird vor allem vertreten von der Gruppe der blockfreien Staaten. Und das ist die zahlenmäßig mit Abstand größte Gruppe innerhalb der Genfer Waffenkonvention. Also angeführt wird sie von Staaten wie Venezuela, aber auch Sierra Leone zum Beispiel ist innerhalb der Genfer Waffenkonvention ein Staat, der sehr eloquent auftritt und sich sehr vehement für diese Linie einsetzt. Dann ganz am anderen Ende des Spektrums haben wir Staaten, die überhaupt kein Ergebnis erreichen wollen in den Verhandlungen, die also froh sind, wenn wir möglichst zu überhaupt keine Einigung kommen. Ich würde sagen, der Staat, der diese Linie am offensivsten und am offensten, man kann auch sagen am ehrlichsten verfolgt, das sind die Vereinigten Staaten. Die Vereinigten Staaten sagen ganz klar, wir wollen keine Regelung, wir wollen noch nicht mal über irgendeine Regelung verhandeln. Und die USA gehen auch in die Gegenoffensive, indem sie als einziger Staat, würde ich sagen, jedes Mal in den Verhandlungen erklären, wo eigentlich die Pluspunkte autonomer Waffentechnik liegen. Also die USA gehen wirklich so weit, dass sie dann Arbeitspapiere vorlegen, die ausschließlich darauf fokussieren, wie Autonomie in Waffen die Kriegsführung aus ihrer Sicht verbessern wird. Wie es ja auch schon ein bisschen hier in dem kurzen Film gesagt wurde. Also da kommen dann die Argumente, dass es eben eine präzisere Zielerfassung geben wird, dass gerade das menschliche Element ausgeschaltet werden sollte, um als Fehlerquelle. Also ich würde sagen, das ist so ein Staat, der ganz am anderen Ende des Spektrums steht. Die USA stehen da aber überhaupt nicht alleine. Also das ist eine ganze Gruppe von Staaten, die diese Meinung vertritt. Die anderen Staaten, die zu diesem Lager gehören, tun das aber nicht so offensiv, tun das nicht so offen. Also zum Beispiel, wenn man sich anschaut, wie Russland auftritt in den Verhandlungen. Die Russen sagen einfach, wir brauchen noch ganz viel Zeit, um diese Technik überhaupt zu verstehen, bevor wir überhaupt anfangen können, über eine Lösung zu sprechen. Oder die Chinesen sagen, stellen eine Definition auf, die so komplex ist und die Schwelle so hoch liegt, dass es eigentlich vollkommen unrealistisch ist, dass man sich diesem Gegenstand überhaupt nähert. Und dann sagen die Chinesen, aber wenn wir uns einmal auf diese Definition geeinigt haben, dann wollen wir das sofort verbieten. Deutschland hat sich in diesen Verhandlungen mit Frankreich zusammengetan. Wir arbeiten sehr eng mit Frankreich zusammen. Und wir setzen uns
ein für, ein für eine vermittelnde Lösung. Die Haltung der Bundesregierung ist ja klar. Es steht im Koalitionsvertrag, wir wollen eine weltweite Ächtung autonomer Waffen. Und wir setzen uns eben ein in diesen Verhandlungen für eine politische Erklärung, die eine Ächtung aussprechen würde, eine Ächtung vollautonomer Systeme. Eine Erklärung, die sich bekennen würde zu allen geltenden Regeln des Völkerrechts und die auch in die Zukunft gedacht eine Reihe von vertrauensbildenden Schritten vorschlägt. Also zum Beispiel Gründung eines Expertengremiums innerhalb der Waffenkonvention, wo sich Experten darüber austauschen würden, woran geforscht wird, was für Technik militärisch in ihren Staaten entwickelt wird. Einfach damit... damit die Staaten denselben Wissensstand haben. Die Verhandlungen sind an einer schwierigen Stelle, weil einfach diese klare Lagerbildung da ist. Und wir versuchen jetzt bis zur nächsten Verhandlungsrunde im August das Momentum für eine Lösung zu erhöhen. Zum Beispiel laden wir am Freitag in Genf alle Staaten der Genfer Waffenkonvention ein, um gemeinsam mit uns über eine politische Erklärung zu beraten und wie die konkret ausgestaltet werden könnte. Also wir versuchen sowohl in den Verhandlungen wie auch außerhalb Momentum zu erzeugen, damit wir da zu einem Ergebnis kommen. Denn es ist ganz klar, wir handeln unter hohem Zeitdruck. Es besteht hier die reale Gefahr, dass die diplomatischen Bemühungen einfach durch die Entwicklung der Militärtechnik überholt werden. Und das Schlimmste, was diesen Verhandlungen passieren könnte, ist, dass es eines Tages zum Einsatz autonomer Waffen kommt und während wir noch am Verhandeln sind. Also was wir verhindern wollen, ist, dass man überhaupt diese Technik so weit entwickelt, dass sie von Militärs eingesetzt werden kann. Vielen Dank, John. Ich fasse das mal zusammen. Die Idealvorstellung wäre natürlich einen völkerrechtlich bindenden Vertrag, der ein klares Verbot ausspricht, eventuell auch eine Verifikation dieses Verbots. Das ist alles nicht drin. Deshalb geht die Bundesregierung vom zweitbesten Outcome aus und sagt, wir versuchen zumindest die Länder, die Staaten, so weit zu bringen, dass sie politische Erklärungen abgeben, was eine reine deklaratorische Politik ist, die vielleicht auch nicht richtig verifizierbar ist und hoffen, dass sie sich dadurch so weit selbst verpflichten und sich auch an diese Selbstverpflichtung halten und das, sagen wir mal, ein bisschen mehr Vertrauen schafft. Das ist quasi die Linie, die Sie verfolgen. Ja, also was uns wichtig ist, ist, dass wir eine Ächtung dieser Technik erreichen, die möglichst weltweit anerkannt wird, die weltweit gilt. Und deshalb setzen wir uns für eine Lösung ein, die die höchsten Chancen hat, von der größten Zahl von Staaten mitgetragen zu werden, als erster Schritt. Denn was autonome Technik unterscheidet von anderen gefährlichen Techniken, also sagen wir zum Beispiel mal Nukleartechnik, Chemiewaffentechnik, das sind jetzt zwei Techniken, die nur von ganz wenigen Staaten beherrscht werden, weil sie einfach einen jahrelang hochkomplexen Vorbereitungsprozess erfordern. Die Autonomietechnik wird eines Tages von jedem Staat der Welt eingesetzt werden können. Weil wenn sie eines Tages existieren würde, dann könnte sie kopiert werden. Dann geht es letztendlich nur noch darum, dass man bestimmte Softwares kopiert und sie militärisch einsetzt. Und deshalb ist es uns wichtig, dass wir jetzt nicht nur mit einer Gruppe von gleichgesinnten Staaten vorangehen und dann eben dieses Optimum direkt erreichen, nämlich ein Verbot, sondern dass wir jetzt erstmal eine Lösung ansteuern, die die Ächtung solcher Waffen möglichst weltweit verankert. Vielen Dank, John. Das ist ein gutes Stichwort Software genannt. Und da komme ich natürlich gleich zu Algorithm Watch. Bevor ich meine erste Frage stelle, Lorena, würde ich dir kurz die Möglichkeit geben, uns zu sagen, da ihr in Berlin sitzt, Algorithm Watch, was ihr macht. Ihr seid eine NGO, die sich mit netzpolitischen Fragen, mit Digitalisierung auseinandersetzt. Und vielleicht zwei Sätze erstmal. Wer ist Algorithm Watch von der Geschäftsführerin? Ja, wir sitzen. Hallo. Guten Abend. Wir setzen uns nicht nur mit Digitalisierung auseinander. Also der Name heißt Algorithm Watch. Eigentlich ist auch ja ein etwas populistischer Name, weil was wir uns anschauen, sind automatisierte Entscheidungsprozesse. Aber automatisierte Entscheidungsprozesse Watch klang nicht so
sexy und auch nicht so auf so schnell einfach so über den Mund zu bringen. Deswegen Algorithm Watch. Und das bedeutet, dass wir uns genau genommen Automatisierungsprozesse anschauen. Die gibt es im digitalisierten Bereich, aber die gibt es außerhalb des Digitalisierten. Und wir versuchen, also wir verstehen uns als eine Art von angewandter Forschungseinrichtung. Wir haben ein großes Netzwerk, arbeiten mit Wissenschaftlern und gucken uns Prozesse der Automatisierung in Bezug auf ihre gesellschaftliche Relevanz. Das heißt, wir gucken uns nicht den Toaster an, inwiefern das bräunungstechnisch problematisch ist, sondern wir gucken uns tatsächlich die Automatisierungsprozesse an, die eine soziale Dimension haben und einen ethischen Impact haben können. Und zwar sei es komplexe Prozesse, also sogenannte innerhalb des sogenannten schwache KI, also künstliche Intelligenz, aber wir gucken uns auch alte, einfache Algorithmen an, die ebenfalls auch einen Impact auf die Gesellschaft haben können oder auf die Ausübung von Menschenrechten. Du hast das Stichwort künstliche Intelligenz genannt und ich weiß, du bist ein bisschen skeptisch, was diesen Begriff betrifft, weil du sagst, was ist da intelligent an der künstlichen Intelligenz? Im Falle der autonomen Waffensysteme ist ja die Annahme, dass durch künstliche Intelligenz das Waffensystem Ziele besser erfassen kann, als dies ein Soldat kann, Ziele besser bekämpfen kann, als dies ein Soldat kann, im Sinne, er kann, die künstliche Intelligenz kann besser mit den Prinzipien und Maßgaben des humanitären Völkerrechts umgehen. Und jetzt, sagen wir mal, erstmal eine Frage an dich. Was ist intelligent an der künstlichen Intelligenz? Ist es überhaupt eine Form von Intelligenz, von Verstehen? Oder worüber reden wir hier eigentlich? Ja, ich habe sowohl mit dem Begriff künstliche Intelligenz ein Problem in der Tat, aber auch mit dem Begriff autonome Waffensystem, weil Autonomie ist ein Begriff, das bedeutet, dass es einen Wille, dass es eine Absicht gibt und dass es eine Interessenslage gibt. Und diese Systeme sind keine volitive Systeme, ja, das sind automatisierte Systeme. Und künstliche Intelligenz ist eben nicht intelligent. Was wir in dieser gesamten Debatte haben, ist einfach eine Anthropomorphisierung, wenn man so schön sagt, von Sachen. Im Grunde genommen, wenn man das sehr vereinfacht ausdrucken will für Laien, und es gibt hier viele, die nicht Laien sind, insofern bitte entschuldigt, wenn ich das zu krass vereinfache, rennen wir hier über induktive Verfahrensweisen, also statistische, also im Großen und Ganzen geht es um Statistik. Nicht nur, aber könnte man irgendwie so ganz platt so zusammenfassen. Und Statistik versteht nicht, Statistik erklärt nicht und Statistik kontextualisiert nicht. Intelligenz ist ein Verfahren, das oder ist etwas, was der Mensch hat. Es hat mit Logik zu tun, es hat mit Willen zu tun, es hat mit einer gewissen Form der Rationalität zu tun und diese Systeme haben nichts davon. Sie werden von Menschen programmiert. Diese Menschen, die das programmieren, sind auch wiederum abhängig von weiteren Menschen, die diese Systeme dann mit Daten futtern. Insofern ist es tatsächlich so, dass wenn man eine Technologie entwickelt, bei weitem ist man nicht einfach in der Lage, dann das überall durchzusetzen. Also sprich, sollte tatsächlich ein Land in der Lage sein, sehr gute Killer-Roboter zu entwickeln, die in der Lage sind, recht effektiv, was ich bezweifle, ne? Aber lass uns annehmen, dass das möglich wäre. Auch das wäre nicht so einfach zu exportieren. Palantir ist ein Paradebeispiel dafür. Man kann einfach die Methode von Palantir öffentlich machen. Aber im Endeffekt, worauf es ankommen wird, ist, was für eine Datenlage hat man? Wie ist die gesamte Entscheidungsarchitektur, in dem dieser Automatisierungsprozess eingebettet worden ist? Und wie sind auch die menschlichen Prozesse mit der Maschine, sodass da die Interaktion Mensch-Maschine optimal ist? Im Großen und Ganzen, was ich damit sagen will, ist, diese Systeme, egal wie autonom, wie wir sie nennen wollen, die hängen von Menschen ab. Die können vielleicht einfach eine bestimmte Entscheidung, die Menschen getroffen haben, automatisiert ausführen, aber die handeln nicht. Und die sind abhängig ständig von menschlichen Entscheidungen. Und auch da, diese menschlichen Entscheidungen sind dasjenige, was maßgeblich den Ausschlag geben wird.
Insofern, ja, ich glaube, wir würden in der Debatte sehr gut tun, wenn wir erstmal, wenn ich über Autonomie reden würden, wenn ich über Intelligenz reden würden, sondern einfach darüber reden würden, dass es eine Automatisierung gibt, dass man die Entscheidung von der Ausführung trennt, dass man sich vor Augen führen muss, was das bedeutet. Denn gerade im Kriegsbereich ist der Kontext entscheidend, ist sozusagen strategisches Denken entscheidend und das gerade das, Strategie, einfach sich in den Gegner hineinversetzen und zu verstehen, was der Gegner macht oder machen konnte. Also so ein bisschen im Voraus denken, das können solche Systeme nicht. Und ich glaube, ich gebe jetzt weiter. Aber ich habe eine Nachfrage, weil du eine gewisse Skepsis ausdrückst. Ja? Und das humanitäre Völkerrecht verlangt von einem Soldaten, wenn er tödliche Gewalt anwendet, dass er erstmal zwischen Zivilist und Kombattant unterscheidet und dass diese tödliche Gewalt angemessen ist und verhältnismäßig. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir diese Entscheidung an ein autonomes Waffensystem delegieren würden, an eine künstliche Intelligenz, glaubst du, die kann das? Also wir haben die Drohne, die überfliegt das Gebiet, die nimmt Daten auf, vergleicht die vielleicht mit einer Datenbank und sagt, okay, ich analysiere eine komplexe Konfliktsituation so, das sind zwei Kombattanten, die haben nichts Gutes im Sinn und ich werde sie jetzt mit einer schönen Rakete bekämpfen. Können die das? Werden die laufend Fehler produzieren? Und sind sie letztendlich oder werden sie langfristig besser sein als Soldatinnen und Soldaten, was die Fehlerquote betrifft? Okay, ich glaube, was mich in dieser Debatte extrem stört, ist, dass wir ständig versuchen, die Debatte in der Hinsicht zu rechtfertigen, dass wir uns angucken, die Trefferquote. Inwiefern Menschen effizienter getötet werden, die Schuldigen getötet werden und die Zivilisten geschont werden. Ich glaube, diese Debatte muss ein bisschen anders geführt werden. Warum? Es ist gerade eines der Errungenschaften der deutschen Bundeswehr, das Konzept, die Einführung des Konzeptes der inneren Führung. Ich möchte hier jetzt ein bisschen nachholen. Wenn man Verwaltung, Bürokratie betrachtet, könnte man sagen, dass Bürokratie eine Art von Algorithmus ist, weil man kreiert einfach eine Regel und das gilt für alle Bürger. Ja, oder für alle Sachverhalte, die man durch diesen Bürokratisierungsprozess durchschleust. Und auch sogar die Ausnahmen sind auch einem Verfahren unterworfen. Und Hannah Arendt hatte gerade in dieses Buch Die Banalität des Bösen, ja, die Eichmann-Prozesse, gerade das zum Problem gemacht im Dritten Reich. Was war das Problem eigentlich dabei? Man hat das Töten bürokratisiert. Man hat dieser Akt des Tötens in Prozessen kompartimentalisiert und es gibt so, jeder ist nur ein Glied in der Kette und es ist viel leichter, sich einfach davon weg auszureden. Und das ist aber eigentlich etwas, wo wir, wenn wir über Krieg reden, eigentlich vor Augen führen müssen. Dieses Wegbürokratisieren der Entscheidung ist etwas, was wir in der Geschichte der Waffen, der Entwicklung der Waffen immer gesehen haben. Am Anfang in der Antike hat man mit einer Axt gekämpft, man hat den Gegner gerochen, man hat das Blut gespürt. Es war ein Akt, das eine Überwindung gekostet hat. Es hat gekostet und es wurde auch so tradiert. Die Krieger sind nach Hause gekommen. Die Einführung oder die Entdeckung des Pulverfass hat einen Abstand erstmal beim Töten kreiert und jede weitere Entwicklung von Waffen hat dazu geführt, dass man immer wieder sich mehr vom Akt des Tötens distanziert, bis auf die letzten Entwicklungen mit Drohnen, wo plötzlich man in einem Container in der Wüste in den USA sitzt und eigentlich mit einem Joystick jemand umbringt in einen völlig anderen Kontinent. Der Abstand ist so groß, dass es mit dem inneren Führungsbegriff schwierig wird. Also es geht jetzt nicht mehr so sehr darum, was macht es mit dem Opfer, sondern was macht das mit, was ist das für ein Bild der Bundeswehr, was ist das für ein Bild des Soldaten, was ist das für ein Bild der Verteidigung, das wir als demokratisches Land haben möchten, wenn wir Soldaten einfach in so einen Mechanismus einsetzen, wo plötzlich ein totaler Abstand ist
zum Töten, wo es nicht mehr einfach dieser innere Führungskonzept da gegeben werden sein kann, weil im Übrigen dieser innere Führungskonzept funktioniert deduktiv. Es funktioniert nicht mit Statistik. Es gibt immer wieder einen Witz, das ich gerne erzähle, wenn es um Machine Learning geht. Und das ist, was unterscheidet ein Mensch von Machine Learning? Der Vater sagt zum Kind, und wenn alle vom Fenster springen, springst du? Und die Maschine sagt, ja. Dieses Appellieren auf den gesunden Menschenverstand, dieses Appellieren auf Intuitionen, auf auch Instinkte, die auch mit dem Leben, mit dem Wertschätzen des Lebens, mit sich hineinversetzen zu können und all diese Sachen, all das können Maschinen nicht. Und wenn wir dann auch genau diesen Punkt den Soldaten wegnehmen, dann glaube ich, dass wir uns nicht sehr unterscheiden werden von einer Verteidigungskonzeptualisierung der Chinesen oder der anderen Ländern. Ich möchte keine Namen nennen. Vielen Dank, Lorena, erstmal. Ich nehm diesen Punkt nochmal auf mit den Tötungsmaschinen. Und ich stelle jetzt nach wie vor an dich, Konstantin, die provokative Frage, dass es gibt, Lorena hat gesagt, gute Einwände, dass künstliche Intelligenz und humanitäres Völkerrecht nicht gut zusammenpassen. Aber, ich habe von Lorena gelernt, es sind lernende Systeme. Ja, die machen Fehler und sie lernen aber auch aus ihren Fehlern. Jetzt einfach mal radikal an den Politiker Konstantin von Notz gefragt, wenn wir sehen, dass KI-verstärkte Waffensysteme letztendlich eine geringere Fehlerquote produzieren als der gemeine Soldat, die gemeine Soldatin auf dem Schlachtfeld, was zum Beispiel den sogenannten Kollateralschaden betrifft, wäre es nicht ethisch, du bist ein Politiker, dass du sagst, ich möchte im Sinne der Vermeidung eines Kollateralschadens, dass die Bundeswehr den Soldat, die Soldatin ersetzt mit der KI-verstärkten autonomen Waffe? Also frei nach dem Motto, besser töten mit dem Algorithmus, ja. Ja, also wir beschäftigen uns ja ganz viel mit Algorithmen in der Netzpolitik jetzt seit vielen Jahren. Und wir haben im Grunde so eine Formel entwickelt, was ein Algorithmus darf und was er nicht darf. Also dem Menschen helfen darf er, aber ihn diskriminieren darf er nicht. So würden wir das im Augenblick beschreiben wollen, wenn es darum geht, was Score-Werte sozusagen mit Menschen machen und so weiter. Und ich würde sagen, die Tötung eines Menschen in der stärksten Form der Diskriminierung verbietet sich an sich. Und ich kann nur als Selbstbehauptungsanspruch unserer Spezies sagen, wenn wir zulassen, dass Maschinen eine Entscheidung treffen aufgrund von Statistik oder aufgrund von welchen Sachen auch immer, also dann sind wir mit dem Klammerbeutel gepudert. Und wenn man eine solche Entscheidung, die ja sozusagen schon zwischen Menschen in unserem Rechtssystem mit maximalen Tabus und Regeln durchzogen ist, ja, wenn man das outsourced an Maschinen, dann ist das ein Schritt in den Wahnsinn. Und ich kann nur strengstens abraten und ich will einen Gedanken von Lorena aufgreifen, weil wir ja immer diese Diskussion haben, nach der Industrialisierung folgt die Digitalisierung und das ist jetzt der große neue Umbruchsprozess und so. Und das ist, glaube ich, tatsächlich so. Aber die kriegerische Entwicklung, die Lorena angesprochen hat, im Hinblick auf, was war eigentlich im Ersten und Zweiten Weltkrieg, eigentlich war das ja die Industrialisierung der Kriegsmaschinerie. Und wenn man sich mal anguckt, was die Bilanz ist, dann kann man nur in sich gehen und demütig werden. Und wenn wir sozusagen jetzt die großen Kriege und die Völkermorde digitalisieren, dann kann sich jeder vorstellen, sozusagen in was für eine Zeit man reinschreitet. Und ich kann wirklich nur aufs Schärfste warnen, das zu machen. Ich glaube, die Perversion wird einem sehr bewusst, wenn man sich klar macht. Also wir haben uns im Zusammenhang mit dem NSA-Untersuchungsausschuss
sehr intensiv mit diesen Drohnentötungen beschäftigt. Und die sind grauenvoll, wenn man sich das anguckt, wie das in der Praxis funktioniert. Und voll fehleranfällig, um zu deiner Ausgangsfrage zu kommen. Und am Ende sitzen Leute in so einem Container irgendwo ein paar tausend Kilometer weg und der eine steuert die Drohne und der andere sieht die Kamera und macht eine Einschätzung, mit wem man es da gerade zu tun hat. Und der dritte bedient die Waffensysteme. Und am Ende des Tages kommen da eben sehr schlechte Ergebnisse bei raus. Und es gibt so eine Studie, da wird gesagt, auf jeden getöteten Terroristen, wie auch immer da die Definition gerade ist, kommen über 20 getötete Zivilisten. Aber am Ende des Tages ist es so, dass man es eben nie hundertprozentig weiß. Und die Maschine wird es übrigens auch nie hundertprozentig wissen. Das heißt, man wird irgendwie die Entscheidung treffen müssen, ab welcher Wahrscheinlichkeit darf die Maschine töten. Und dann wird es natürlich super interessant, ja, wenn ich sage, ja, da in Syrien, die Sicherheitslage ist im Augenblick schlecht. Heute gehen wir mal auf 65%. Ja, und wenn es dann ganz wild wird, also ab jetzt ab 50% Wahrscheinlichkeit, ja, wenn der die richtige Mobilnummer am Körper trägt und die richtige Körpergröße mitnimmt und im Umkreis von 7 Meilen ein AK-47 steht, dann könnt ihr die Hellfire-Raketen draufschießen. Also sozusagen diese nach mathematischen Kriterien über Leben und Tod entscheiden, das merkt man daran meiner Ansicht nach sehr stark, dass das eine hochgradig unethische sozusagen Überlegung ist, dieses Töten outzusourcen. Jetzt ist Krieg an sich, das ist ja bei Ellen eben auch nochmal gut klar geworden, an sich natürlich ein grauenvolles Business und die Völkergemeinschaft hat in der Vergangenheit häufig besser als heute, hat man so den Eindruck, versucht eben alles zu tun, das zu vermeiden. Aber ich würde sagen, das ist eben ein zweiter ganz relevanter Grund, was gegen die Automatisierung des Tötens spricht, nämlich, dass man den eigenen Leuten verspricht, wir gehen in einen Krieg, aber euch passiert auf keinen Fall irgendwas. Ja, also niemand muss eingezogen werden, muss gar niemand mehr Soldat werden. Wir müssen nur eure Steuergelder dafür verwenden dürfen, Maschinen zu erschaffen, die irgendwo in der Welt Menschen töten, die uns unpässlich sind. Ja, und das ist natürlich irgendwie, also dann, das ist so abgründig und so eine Abstraktion und natürlich dann auch ein Herabsetzen der Schwelle, ja, sozusagen, also sage ich jetzt mal als Mitglied des Bundestages, wenn wir eben über diese Mandate entscheiden, ist häufig schon abstrakt genug, aber am Ende des Tages wissen wir alle, ja, die Soldatinnen und Soldaten, die wir alle treffen und so, die müssen dann da nach Afghanistan und da sterben auch Menschen. Das ist gut für Leute, die darüber entscheiden, dass sie das verstehen. Ja, aber wenn eben zukünftig der Tenor ist, wir haben ganz tolle Waffensysteme, das sind nur Maschinen, die schicken wir dahin. Lass es uns tun im Kampf gegen den Terrorismus oder was auch immer, dann führt das eben meiner Ansicht nach in eine hochgradig unethische, grauenvolle Welt. Und als letzten Punkt würde ich gerne aufführen, was hat man alles, ich nehme das jetzt mal als so vorgelagertes Experiment, was da gemacht wird mit den Drohnentötungen, was hat man alles darauf gesetzt, auf diesen Drohnenkrieg? Und ich glaube, man kann sagen heute, dass diese Form des abstrahierten Drohnenkrieges, also ich würde die steile These aufstellen, mehr Terroristen legitimiert und geschaffen hat, als umgebracht wurden. Weil das natürlich, wenn man sich diese, ja, gibt ja sehr gute Filme dazu und so, wenn man sich das anguckt, diese hochgradige, unethische Art, Menschenleben zu nehmen in den betroffenen Regionen zu maximalem Entsetzen über die Bösartigkeit seiner Gegner führt und zu einem totalen Hass gegen, ja, alle kennen das hier, glaube ich, ja, was passiert, wenn Kinder in Afghanistan Drohnengeräusche hören oder in Nordafrika und nicht da Familien, Leute verloren haben, weil eben aus dem Himmel wie aus dem Nichts so eine Hellfire-Rakete gekommen ist. Und diese ganze sozusagen Spaltung in der Perspektive der Wahrnehmung von
realem Geschehen, die würde man eben maximal vertiefen. Und deswegen glaube ich wirklich, man muss es scharf stellen und man muss politisch da mit allem Gewicht reingehen. Nur ich sage mal auf Ihre Ausführungen hin, wenn Sie sagen, die große Anzahl der Länder, die würde das gerne verbieten und die sind da relativ eins, nur USA, Russland und China fehlen, dann wird einem natürlich ein bisschen mulmig. Denn wenn man sich ausguckt, wer was für Militärausgaben ausgibt, dann liegt die Mehrheit, glaube ich, bei diesen drei Ländern und der Rest der Welt guckt dann zu, was die machen, ja. Vielen Dank, Konstantin. Das war ein gutes Stichwort, weil ich glaube, wir haben jetzt viel so allgemein über autonome Waffensysteme geredet. USA, China, Israel und Russland sind so ein bisschen die Vorreiter. Frank, gib uns vielleicht erstmal ein bisschen einen Überblick. Was gibt's schon an autonomen Waffensystemen? Was gibt es noch nicht? Was ist Science Fiction? Ich meine, wir kennen so Waffensysteme wie so einfache Raketenabwehr, wo einfach ein Radar irgendwie den Himmel screent und dann einfach, wenn er sieht, dass sich ein Flugobjekt nähert, einfach drauf schießt. Ist das schon ein autonomes Waffensystem? Genau, gib uns einfach mal einen Überblick, was gibt es schon und wo geht die Reise hin und was wäre ganz unangenehm? Und was könnte man eventuell sogar noch verkraften an Autonomie in Waffensystemen? Ja, sehr gerne, würde ich gerne machen. Also vielen Dank für die Einladung. Du fragtest nach Science Fiction. Also Science Fiction ist auf jeden Fall der Terminator, den vielleicht viele im Kopf haben. Und das sage ich deswegen, weil es extrem harte Arbeit ist, Journalisten den auszureden, wenn sie über das Thema schreiben wollen. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass er ab und an mal durch die Diskussion geistert. Ich will gerne ein paar Ausführungen machen dazu, aber vielleicht vorher noch mal kurz die Gelegenheit nutzen, aufzugreifen, was bisher auf dem Panel gesagt wurde, weil es einen der zwei großen Punkte, würde ich sagen, verargumentiert hat, die wir auch versuchen, in diesem Report zu machen. Und das ist tatsächlich diese grundlegende, fundamentale Ablehnung der Vorstellung, dass man diese Entscheidung über Leben und Tod auf dem Schlachtfeld an Algorithmen delegieren könnte, sollte. Ja, also da sind wir uns, glaube ich, sehr einig. Und ich erhebe das auch deswegen nochmal hervor, weil es insbesondere im deutschen Kontext, glaube ich, von besonderer Bedeutung ist. Wir haben auch versucht, das in diesem Report explizit zurückzubinden und zu verweisen auf das Grundgesetz, Artikel 1 Absatz 1, das eben die Würde des Menschen als unantastbar beschreibt. Und das gilt generell. Das gilt auch für die Menschen, die ich im Krieg kriegsvölkerrechtlich vollkommen legal und legitim töten kann. Auch deren Würde muss ich achten. Und dass keine so Wolkenkuckucksheim irgendwie ja, Diskussion fürs juristische Oberseminar ist, sehen wir ja dann zum Beispiel, wenn wir konkrete Rechtsprechung uns angucken und gucken, dass das Bundesverfassungsgericht eben beispielsweise das Luftsicherheitsgesetz mit solchen Argumentationsfiguren sozusagen niedergestreckt hat und gesagt hat, nein, das geht nicht. Sie können nicht im Vorfeld entscheiden, dass da Menschen, die in einem Flugzeug sitzen, abgeschossen werden müssen, um andere Menschen vielleicht sogar in einer größeren Anzahl zu schützen, weil ja, wir sind alle schön Kontinentaleuropäer und mit Kant groß geworden. Wir machen diese Menschen zu Objekten und das machen wir grundsätzlich in Deutschland nicht. Das heißt, wir haben das im Prinzip schon in der Rechtsprechung. Und wenn ich sozusagen ganz knapp hemdsärmlich zusammenfassen würde, was bis jetzt gesagt wurde, würde ich sagen, selbst wenn wir die perfekte völkerrechtskonforme Killermaschine bauen könnten, sollten wir es trotzdem nicht tun. Es ist also keine Frage, die sich utilitaristisch lösen lässt mit 1000 Tote da versus 900 da, sondern es ist eine grundsätzliche Frage, die wir ja, glaube ich, das ist vielleicht das Schöne, schon weitgehend für uns beantwortet haben, nämlich wir sagen, wir wollen das nicht. Und dann ist eben jetzt die Frage, wenn wir das nicht wollen, was müssen wir machen? Und da kommt das ins Spiel, was du gesagt hast, nämlich was gibt es denn schon? Müssen wir jetzt sofort tätig werden oder hat das noch 15 Jahre Zeit? Wie sieht's aus? Und da möchte ich vielleicht auf den Film nochmal zurückverweisen, der ja schon, glaube ich, ganz gut die Fährte gelegt hat, wie man auf die Sache schauen muss. Es ist keine Zukunftsdiskussion. Es ist keine Zukunftsdiskussion. Ich versuche jetzt die ganze Sache möglichst unter Vermeidung des Autonomiebegriffs zu erläutern. Es ist im Prinzip unter uns gesagt, auch egal, ob Sie vollautomatisch oder autonom sagen. Schauen wir uns erstmal an, sozusagen, was es schon gibt. Du hast es gesagt, es gibt bestimmte Verteidigungssysteme und einige von denen, nicht alle, einige von denen funktionieren tatsächlich so, Patriot sozusagen Raketenabwehr, dass ich im Prinzip das System in einen Modus schalten kann, in dem es agiert, ohne noch
menschliche Interventionen abzufragen. Ja, also Patriot kann ich so einrichten, Patriot wird auch von der Bundeswehr genutzt, dass es ein Ziel erfasst und bekämpft und danach kommt so ein Ausdruck aus dem Drucker. Das ist wirklich so. Und jetzt kommt sozusagen die Krux, daran ist aus meiner Sicht auch überhaupt nichts schlecht. Okay, also man könnte jetzt sagen, nach den Diskussionen, also nach den Definitionsversuchen, die so rumschweben, da wird gerne verwiesen auf die US-Direktive zu diesem Thema, da wird gerne verwiesen auf das internationale Komitee des Roten Kreuzes, in denen es heißt, autonome Waffensysteme, Entschuldigung, sind dann autonom, wenn sie ohne menschliche Intervention Ziele selektieren und bekämpfen. Nach dieser Definition sind das autonome Waffensysteme und haben wir schon seit mindestens 30 Jahren autonome Waffensysteme. Aber in dem konkreten Fall sind sie kein Problem. Das heißt, wir müssen gucken, immer wir müssen schauen, worauf wird geschossen. Und wenn eben auf ein Objekt geschossen wird von ungefähr dieser Größe, was mit 800 km/h angeflogen kommt, dann kann es schwerlich ein Bus voller Nonnen sein. Dann wird es wohl eine Mörsergranate sein. Und dann kann ich darauf schießen. Dann habe ich nämlich keine ethischen und keine völkerrechtlichen Probleme. Dann kann man das sogar tolerieren. Das macht die Sache so ein bisschen knifflig. Man kann eben nicht eine glatte Linie ziehen, sondern man muss ein bisschen genauer hinschauen. Und wenn man genauer hinschaut, sieht man, dass wir mit Blick auf Systeme, die uns sehr wohl große Sorgen machen müssen, die eben anders gelagert sind als diese Verteidigungssysteme, die große Völkerrechtsprobleme aufwerfen, die sicherheitspolitisch kritisch sind und die uns ethisch Magengrimm schon jetzt verursachen, dass wir da auch schon weiter sind, als vielleicht manche wissen oder wir es uns wünschen würden. Und zwar haben Sie auch in dem Film gesehen, gibt es so eine Suizid, so eine Kamikaze-Drohne, die sich kurz bevor, glaube ich, irgendwie Peter Singer spricht, wirft die sich auf so einen Truck, der da irgendwo im freien Feld steht. Und das ist ein israelisches System, entwickelt, um Luftabwehrstellungen zu bekämpfen. Die schießt man in die Luft und dann dreht die da ihre Kreise und die wartet auf Signaturen. Und das ist alles dumm. Also das hat mit künstlicher Intelligenz gar nicht viel zu tun. Das sind dumme Waffensysteme, die sind nicht intelligent. Die gucken nach Signaturen und sind es eigentlich Automatismen, die da ablaufen. Und wenn das richtige Radar angeschaltet wird, dann erkennt das dieses System, stürzt sich drauf und vernichtet das Ziel. Ohne menschlichen Eingriff. Und das ist genau das, wenn das weitergeht, in mehr Systemen, in mehr Umgebungen, in urbanen Szenarien und mit Blick auf mehr Ziele, belebte Ziele, Kampfpanzer, Boote, Flugzeuge, einzelne Menschen, egal ob Kombattantin oder Nicht-Kombattant, da muss die Linie gezogen werden. So weit darf es eben nicht kommen und da müssen wir jetzt aktiv werden. Deswegen ist es wichtig, dass Sie alle den Report lesen und dass Sie alle sozusagen an diesem Thema dranbleiben, denn wir brauchen mehr Öffentlichkeit. Frank, nein, die Diskussion kommt noch, die kommt noch. Sie haben dann gleich die Möglichkeit. Frank, du hast deinen wunderbaren Report zitiert. Ich glaube, ein Schlüsselwort, was sehr wichtig ist, oder ein Schlüsselbegriff in deinem Report, ist das, was du im Englischen Meaningful Human Control nennst. Kannst du uns in einigen kurzen deutschen Sätzen erklären, was heißt das und was heißt es im Kontext autonomer Waffensysteme? Was ist angemessene menschliche Kontrolle oder wie immer du es nennst? Okay, also wenn der Autonomiebegriff schon schwierig ist, dann sind wir jetzt sozusagen endgültig so im Bereich quecksilbrig angekommen. Meaningful Human Control ist eine Chiffre, die durch den internationalen Raum geistert und unterschiedlich von verschiedenen Akteuren benutzt wird und mit, sagen wir mal, Bedeutung gefüllt wird. Es gibt keine Einigung darauf, dass das der entscheidende Begriff wäre, aber er wird gerne und häufig benutzt, aber alle sind sich so ein bisschen klar, so richtig ausbuchstabiert haben wir den noch nicht. Ja? Also diese Meaningful Human Control soll besagen, dass in der Mensch-Maschine-Interaktion die menschliche Kontrolle eben dergestalt sein muss, dass der Mensch nicht nur stumpfsinnig auf vielleicht einen Bildschirm guckt und immer wenn ein grünes Licht angeht, drückt er auf einen Knopf. Und dann wird irgendwo eine Waffe ausgelöst, dann könnte man sagen, ist da menschliche Kontrolle, ist doch alles gut. Aber der Mensch, ja, versteht ja gar nicht, was da passiert. Ja? Also da geht es wieder um dieses, wir hatten es vorhin so, Situational Awareness und über diese Sachen gesprochen. So. Also die Situation aus einem Kontext heraus verstehen. Was passiert da? Wer tut was? Warum? Genau die Dinge, die KI überhaupt gar nicht kann. Und auch auf absehbare Zeit vermutlich, will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber noch eine ganze Weile nicht können wird. Und da muss der Mensch genug Zeit haben, sich diese Situation zu verstehen, um dann die Verantwortung übernehmen zu können, sowohl rechtlich als auch ethisch, also sich zu belasten, sein Gewissen damit zu belasten mit dieser Entscheidung, die dann zu treffen und die in dieses System einzuspeisen, sodass dann eben
danach die Waffe ausgelöst werden kann. Also das ist diese sogenannte Meaningful Human Control. Und im deutschen Kontext, so steht es im Koalitionsvertrag, das finde ich gar nicht mal so schlecht, verwende ich gerne das Wort der menschlichen Verfügungsgewalt. Das ist auch ein super deutsches Wort. Ja? Das rollt so leicht von der Zunge. Also so müssen Sie sich das vielleicht vorstellen, so die menschliche Verfügungsgewalt. Man versteht, was passiert, man trifft eine Entscheidung und man ist danach auch in der Lage, dafür Verantwortung zu übernehmen. Vielen Dank, Frank. Weil ich schon ein bisschen Unruhe gesehen habe hier, würde ich jetzt die Diskussion für Sie öffnen. Wenn Sie Fragen stellen wollen, dann kriegen Sie, ich habe Sie schon gesehen, bald ein Mikrofon. Und ich würde mit der Dame in der ersten Reihe beginnen. Bitte stellen Sie sich vor. Und ich muss für alle nochmal sagen, wir sind im Livestream. Das heißt, Sie werden auch von vielleicht Internet-Usern zu Hause gesehen. Ist nicht so toll, aber ist auch nicht so schlimm. Also die flächendeckende Digitalisierung, finde ich, hat sehr viele negative Seiten. Und ich hatte neulich im Monitor, vielleicht hat das ja auch jemand gesehen, die neuesten Produkte von, wie heißt das, Cyber Wallet? In den USA, die neuesten Produkte, die da entwickelt wurden an Killercomputern. Und das waren keine Drohnen, das waren so insektenmäßige und was weiß ich, seltsame Wesen, die allerdings sehr graulich aussahen. Man sollte sich das nochmal angucken. Es gibt kaum Silicon Valley wird das entwickelt, mit Google übrigens, was wir ja alle nutzen, mit Unterstützung von Google. Und ich finde, da kann man das kalte Grausen bekommen, wenn ich mir das angucke und wofür wird das eigentlich gemacht. Also ich meine, das sind für mich kranke Hirne, die sowas entwickeln. Und ich finde, wir brauchen sowas auch nicht. Wen wollen sie eigentlich umbringen? Die Menschen in der dritten Welt natürlich. Ne? Das läuft ja schon. Und ich finde, dass das hier überhaupt nicht... wirklich schon wie Computer wird hier diskutiert, ja? Also was das eigentlich bedeutet für uns. Und wir sollten wirklich die Digitalisierung nicht so hochjubeln, sondern mal die kritischen Seiten sehen, was das bedeutet. Vielen Dank für dieses Statement. Ich sammle noch zwei weitere. Und wenn Sie eventuell auch eine Frage haben, können Sie gerne an einen unserer Referentinnen und Referenten wenden. Der nächste ist die Person in der zweiten Reihe, dann kommen Sie dran. Herr Zimmermann, Deutsche Welle. Ich hätte mal eine Frage zur Frage von, wer ist eigentlich hier die Person, die solche Systeme in der Hand hat? Wir reden ja von der Bundeswehr. Das ist eigentlich der weltweit beste Fall. Ja? Wir haben ja keine echte Armee. Aber man stellt sich, ich weiß nicht, die Türkei unter Erdogan vor oder die Chinesen oder die Russen oder unsere liebe Armees, wenn sie jetzt noch irgendwie sich Iran vorknüpfen und solche Systeme anwenden. Man könnte auch weitergehen. Es geht ja nicht nur um Krieg, es geht ja um innerhalb eines Landes totalitäre Regierungen, totalitäre Überwachungssysteme mit autonomen Swarmbots, die Gesichtserkennung zum Beispiel machen können. Oder einfach Infrarotsignale von Menschen auch nachts erkennen und irgendwie ausgeworfen werden, um alles zu tilgen, das in einem gewissen Radius ist. Das ist alles drin. Das ist eigentlich jetzt schon technisch drin. Das wird in 15 Jahren noch sehr viel extremer werden. Und für mich ist also die Frage an die Runde, wenn man jetzt die technische Dynamik und die Weiterentwicklung von diesen Techniken sich überlegt, ist es nicht eigentlich der Fall, dass sie mit Sicherheit außer Kontrolle geraten muss? Der Staat möchte zwar ein Gewaltmonopol sichern, aber entweder heißt das, dass der Staat übermächtig wird und solche Systeme hat, die über Gesichtserkennung ohne weiteres einzelne Personen auslöschen kann oder ganze Gruppen von Menschen auslösen kann. Oder wenn der Staat dann nicht diesen Gewaltmonopol mehr hat, dann kann es jeder Mafiosi. Wie werden wir mit dieser Sache umgehen? Müssen wir das nicht stoppen? Vielen Dank, der junge Mann in der ersten Reihe. Danach machen wir zwei Runden. Jung weiß ich nicht mehr. Vielen Dank, Sasan Guliaga, Wissenschaftszentrum Berlin. Vielen Dank für ein sehr spannendes Panel. Ich habe zwei kurze Fragen. Die eine so ein bisschen tatsächlich an das gesamte Panel.
Es ist ein bisschen auch von der Frage von Verantwortung oder eher Verantwortung gesprochen worden. Und das ist ja was, was wir jetzt schon im militärischen Bereich natürlich haben. Leute übernehmen Verantwortung für Fehler oder werden zur Verantwortung gezogen. Konkrete Frage sozusagen, reicht das, was wir an Verantwortungskonzeption haben, aus für das, was da jetzt sozusagen im Entstehen ist oder noch kommt? Oder müssen wir vielleicht ganz neu über den Verantwortungsbegriff nachdenken? Wie könnte der aussehen? Und die andere Frage konkret an John Reils vom Auswärtigen Amt. Auf der einen Seite sagen Sie, viele Staaten wollen den bannen. Auf der anderen Seite sagen Sie, die Bundesrepublik versucht so den Mittelweg der politischen Deklaration. Gibt es sozusagen ein Argument dafür, andersrum, mich würde einfach interessieren, was so ein bisschen das Rational dieser zurückhaltenderen Position ist. Also wir haben das ein bisschen ausgeführt, es gibt die Hoffnung, dass man mehr Staaten damit ins Boot holt. Wir wissen aber auch aus anderen Verträgen, dass es manchmal einfach sinnvoll ist, mit den Staaten, die das wollen, sozusagen den weiteren Schritt zu gehen. Und ich denke zum Beispiel an den Völkerstrafgerichtshof, da hat man das einfach gemacht, da ist man so weit gegangen, wie es mit der Mehrheit der Staaten geht und hat bestimmte mächtige Staaten ausgeschlossen. Das ist jetzt nicht sozusagen die ideale Institution, aber sie schafft ja schon auch Dinge. Ist das nicht auch ein gangbarer Weg zu sagen, okay, wir nehmen eben nicht alle mit, aber wir nehmen eben die mit, die das wollen, was wir am Ende auch wollen, wenn ich die Bundesregierung richtig verstehe, und Koalitionsvertrag, nämlich die völkerrechtlich bindende Ächtung. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir haben jetzt ein paar Fragen, die ich versuche, an mein Podium weiterzugeben. Die erste Frage, Frank, war von einer Dame in der ersten Reihe, die von diesen Insekten gesprochen hat. Killerroboter, ja. Genau, vielleicht kannst du noch was zu diesen neuesten Entwicklungen sagen, die Insekten, die Schwärme, die Killerroboter, was gibt's da, was gibt's noch nicht, die sich selbst programmieren können? Ja, also einfach mal bei YouTube Perdix eingeben, Perdix. Sie möchten gern Schwärme, dann können Sie sich einen Schwarm anschauen. Das ist ein System, was die Air Force in den USA gerade testet. Das sind kleine, die zukünftig 3D gedruckt werden sollen, Drohnen, die von so einer Art Mutterschiff abgeworfen werden in großer Stückzahl und sich dann eben selbstständig über dem Schlachtfeld organisieren und eben ja diese sozusagen biomimetischen Algorithmen so aus der Natur eben anwenden, um einen Schwarm zu bilden. Und dann kann man die sehr leicht, indem man so klickt, im Prinzip irgendwo hin lenken und dann Dinge tun lassen. Und dann da haben sie dann sozusagen alles. Das ist neu. Das gibt es gerade und das ist ein Schwarm. Das wäre vielleicht ein Beispiel von neueren Dingen. Ein anderes Beispiel sehen Sie hier. Das ist die X-47B. Die ist inzwischen schon gar nicht mehr im Dienst. Das war ein Technologiedemonstrator, den die US Navy geflogen hat. Dieses System kann selbstständig von einem Flugzeugträger starten, selbstständig von einem Flugzeugträger landen und sich selbstständig, also ohne irgendwelche menschlichen Kommunikations- oder Steuerbefehle in der Luft auch auftanken. Also einen neuen Top Gun-Film mit Tom Cruise wird es wohl kaum geben. Also das sind die Sachen, die jetzt gerade aktuell laufen. Ansonsten, unser Report zeigt auch viele Beispiele auf und macht auch Verweise, wo man dann vielleicht, wenn man in die Materie tiefer reinsteigen will, nachschauen kann. Ein Satz sei mir noch erlaubt zur Frage des Herrn in der zweiten Reihe, der sagte, müssen wir nicht und was können wir machen, müssen wir nicht jetzt eigentlich handeln. Auch da nochmal der Verweis auf den Bericht. Wir stellen nicht nur das Problem dar, wir machen auch konkrete Lösungsvorschläge und wir machen einen konkreten Katalog, den wir darlegen und sagen als deutsche Bundesregierung mit Blick auf die Bundeswehr, wenn wir diese Systeme also tatsächlich so nicht wollen, dann schlagen wir vor, könnte man das, indem man diese paar Punkte abarbeitet und festhält in einem Leitliniendokument, was man öffentlich macht, damit das auch alle sehen können, innen wie außen. Es könnte auch Deutschland nach außen gut zu Gesicht stehen, wenn man sagen, wir haben da ein Problem erkannt, wir haben das für uns schon mal verregelt. Da kommen wir vielleicht dann auch international in der Diskussion einen Schritt weiter. Also wir können durchaus Sachen machen. Ein Vorschlag, wie man es machen könnte, sicher nicht der Weisheit letzter Schluss, aber wie man es machen könnte, steht hier drin. Wir können Sachen machen und ich denke, es ist auch noch genug Zeit, wenn man genug sozusagen politischen Willen mobilisiert kriegen. Danke, Frank. Sie haben auch noch die Frage gestellt, die ich sehr interessant fand, ob diese Technik nicht irgendwie außer Kontrolle geraten ist. Und das erinnert mich an einen Artikel, den ich vor einigen Tagen gelesen habe von Henry Kissinger, der den bescheidenen Titel hatte, Das Ende der Aufklärung, wo Henry Kissinger im Wesentlichen gesagt hat,
Wir sind überfordert von künstlicher Intelligenz. Es ist zu schnell, es ist zu mächtig. Wir packen das nicht mehr. Es wird unsere Gesellschaft auf eine Art und Weise verändern, dass wir es nicht mehr steuern können. Und ich würde diese Frage jetzt natürlich an zwei Netzpolitikern, einmal im Parlament, einmal in einer NGO stellen, nämlich: Sind wir überfordert von künstlicher Intelligenz, Digitalisierung? Kommen Sie noch mit, Konstantin von Notz? Oder werden Sie irgendwann mal die Waffen strecken und sagen, ich pack das nicht mehr, das geht mir zu schnell? Und irgendwann werden die Roboter regieren und ich muss zu Hause bleiben. Ja. Also in den 80er Jahren hat Fritz Kuhn, heute Oberbürgermeister der Stadt Stuttgart, als darum ging, dass die Personal Computer überall in die Büros einziehen und so, das Buch geschrieben, Einsam, überwacht und arbeitslos, weil es eben sozusagen eine der gängigen Erzählungen war, dass jetzt die Welt auf jeden Fall untergeht und niemand mehr Arbeit hat und die Computer all unsere Arbeit machen. Und ganz so ist es ja nicht gekommen. Also es gibt Probleme, und also bei dem Einsam weiß ich nicht genau, bei dem Überwacht denke ich, das ist ein großes Problem. Arbeitslos sind jetzt nicht alle geworden, aber es gibt diese Problematik, und man soll aber sozusagen nicht erstarren und sagen, morgen übernimmt die künstliche Intelligenz. Ich habe lustigerweise gestern oder vorgestern irgendwo im Netz einen Film gesehen von dem Chef von Amazon China, Alibaba, ne, heißen die? Und der, ja. Und der hat gesagt, ja, ich weiß, Spaß muss sein. Und der hat gesagt, ja, also wir müssten jetzt aufhören, unseren Kindern so Zeug beizubringen, was Maschinen viel besser könnten. Die müssen jetzt mehr werken und malen und schöne singen. Das können Maschinen alles nicht so gut, und das wären jetzt die Felder, weil wir müssen Mensch bleiben und dürfen uns von den Maschinen nicht überholen lassen. Und das ist bestimmt ein maximal schlauer Typ, und an dem Gedanken ist ja auch was Faszinierendes. Aber sozusagen als Teil eines Gesetzgebungsorgans würde ich immer für unsere kleine Demokratie hier sagen, wir haben es schon in der Hand. Ja, wir haben es schon in der Hand. Und ich weiß, es hat irgendwie sowas Chauvinistisches, Spezienchauvinistisches, wenn ich sage, aber es ist ein Selbstbehauptungsanspruch der Menschheit, ob wir diese, Konstanze schüttelt den Kopf, ob wir dieses Outsourcen der Frage überhaupt Leben und Tod, ob wir das Maschinen übertragen wollen. Und ich glaube, solange man irgendwie gesellschaftlich gestaltend unterwegs ist, kann man darauf Einfluss nehmen. Und ich finde den Gedanken der Sicherheit also relevant. Ja, am Ende des Tages diese Technik, also weil Sie vorhin eingeworfen hatten, da geht es darum, Menschen in der dritten Welt zu töten. Also ich wäre mir nicht so sicher, ja, wenn es diese Technik heute schon gäbe. Man könnte denken, dass sie im bayerischen Polizeigesetz schon ihre Anwendung finden würde. Ja, und ja, das ist, so schnell können sie ja gar nicht gucken. Vor 5 Jahren hätte ihnen noch jeder gesagt, also Gesichtserkennung, jetzt hören Sie mal auf und so. Diese abgründigen Fantasien, wie schrecklich alles und so. Am nächsten Tag fordern das immer die Hardliner in der Innenpolitik, doch bitte auch hier anzuwenden. Deswegen, also die Diskussion garantiere ich, ja, wenn es sowas in der militärischen Kriegsführung gibt, dann haben wir sowas übermorgen in den Städten. Ja, weil da geht es darum, die Terroristen abzuwehren. Diese Drohne dient nur dazu, Terroristen zu eliminieren und so. Und sozusagen deswegen ist es eine grundsätzliche Frage, ob man diese Technik in dem Sinne zulässt. Und da würde ich wirklich sagen, es ist der Kern der Menschenwürde, der hier nicht nur in Frage gestellt wird, sondern es wird pervertiert. Es ist eine Perversion, diese Frage, dass eine Maschine mit nach mathematischen Gesichtspunkten über das Leben und den Tod von Menschen entscheidet, ist eine Perversion. Und wenn man das ermöglicht, dann wird man sich wundern, in welcher Welt man aufwacht. Und realpolitisch muss man sagen, es ist natürlich so, und die USA und Russland und China und alle forschen und wollen da sozusagen ran. Aber es hat in der Menschheitsgeschichte auch erfreulichere Phasen als die augenblickliche gegeben, wo eben irgendwie die Vernunft dann auch wieder ein bisschen Überhand gewonnen hat. Und dann hat man eben auch
krasse Fehlentwicklungen wieder eingefangen. Und das würde ich mir sehr wünschen. Vielen Dank, Konstantin. Wir müssen noch die Fragen abarbeiten. Und zwar, Lorena, vielleicht die kurze Frage. Hast du Angst vor künstlicher Intelligenz? Hat Algorithm Angst davor? Oder seid ihr da, um uns diese Angst zu nehmen? Dass ihr einfach sagt, wir informieren, wir werden versuchen, transparent zu machen, was KI kann und was es nicht kann. Und wir vielleicht nicht die Schlüsse ziehen müssen, die Henry Kissinger gezogen hat. Ja, Ende der Aufklärung heißt sein Artikel. Ja. Nein, wir haben natürlich nicht Angst. Das heißt nicht, dass KI harmlos ist. Aber künstliche Intelligenz ist nämlich nicht intelligent. Und Autonomie und Automatisierung sind Gegensätze, sind gegensätzliche Worte. Etwas automatisch ist etwas, was nicht autonom ist. Ist etwas, was gar keinen eigenen Wille hat. Und im Sinne der Haftung, im rechtlichen Sinne gesprochen, spielt es durchaus eine Rolle, dass wir different things different benennen, weil die einfach unterschiedlich sind und weil die auch rechtlich andere Konsequenzen haben. Und ich würde den Politikern anraten, sich an das, was ist, zu halten und zu versuchen, weg von dieser Vermenschlichung von solche Prozesse wegzukommen. Weil so werden sie einfach eine viel bessere Regulierung ausarbeiten können, weil sie werden verstehen, worum es eigentlich ankommt und worum es eigentlich hier geht. Und auch hier bei der Anwendung von künstlicher Intelligenz im militärischen Bereich dürfen wir nicht vergessen, diese Systeme, die werden von Menschen entwickelt, die werden von Menschen eingesetzt, die werden von Menschen mit Daten gefuttert. Das ist nicht so, dass sie einfach free-floating in einem bellizistischen Kontext sind und ausgesetzt werden. Und wenn es um die Frage der Verantwortung geht, finde ich das durchaus wichtig, dann auch klar zu machen, keine Maschine trägt da Verantwortung in der Hinsicht, dass es diese Maschine sich selbst nicht ausgebaut hat, sich selbst nicht programmiert hat und auch sich selbst nicht in der Anwendung gesetzt hat. Es wird von einer Behörde, nämlich von einem Ministerium, erstmal gekauft. Es wird eine bestimmte Entwicklung vorgenommen. Und auch bei der Anwendung dieser Systeme, was wir heutzutage durch diese Systeme im Übrigen, das ist fast ein Vorteil, besser sehen können, ist, was, wann, wie gemacht, wie verändert worden ist. Das ist im militärischen Bereich manchmal schwierig festzustellen, welche Soldat hat welche Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen, zu welchem Zeitpunkt und in welchem Ort. Und mit bestimmte neue Waffen kann man tatsächlich viel besser dokumentieren und protokollieren, was da passiert. Das ist eines der Punkte, wo ich denke, vielleicht wäre es sogar gut, etwas zu haben, das tatsächlich mit protokollierend den Soldat begleitet, um einfach eine bessere Dokumentierung zu haben. Aber in puncto Verantwortung, weil die Frage da gekommen ist, ich glaube, dass diesen Trugschluss, die Maschine ist autonom und hat selbst agiert, einfach, das ist ein Trugschluss. Es gibt keine autonome Maschine, die etwas alleine entscheidet. Es gibt einfach ein Team von Menschen dahinter, der einfach entscheidet vorab, dass bestimmte Menschen mit einem bestimmten Profil, mit bestimmten Hautfarbe, bestimmte Kleiderattribute und bestimmte zusätzliche Sachen, sagen wir mal, ein bestimmtes Handy und eine bestimmte Art von Waffe, automatisch getötet werden muss. Und da ist die Maschine nicht zur Verantwortung zu ziehen, sondern die Person, die einfach so eine Maßnahme angeordnet hat. Vielen Dank, John Reils. Der junge Mann von WZB hat ja auch noch gefragt, wenn mächtige Staaten wie USA, China ein ambitioniertes Verbot nicht mittragen wollen, ja, warum machen wir es bei autonomen Waffensystemen nicht so, wie zum Beispiel bei Antipersonenminen und Streumunition, wo einfach mal eine Coalition of the Willing von guten Staaten vorangegangen ist, hat gesagt, wir machen ein völkerrechtliches Verbot und die nicht so guten werden sich uns dann schon noch anschließen. Also weil wir das im Moment einfach als eindeutig zweitbeste Option sehen. Also wir finden, dass ein Verbot, an dem keiner
der Staaten beteiligt ist, die tatsächlich über diese Technik dann verfügen würden und die daran intensiv arbeiten, das hätte einfach einen ganz generellen, ganz geringen praktischen Wert. Also deshalb geben wir jetzt nochmal, arbeiten wir jetzt mit Hochdruck daran, in dem Forum, in dem wir jetzt sind, diese politische Erklärung zu schaffen. Wir werden mit all diesen Staaten, die sich im Moment sträuben, intensive Gespräche führen. Und ich glaube nicht, dass die Haltung in all diesen Staaten wirklich fest zementiert ist. Da wird es Bewegung geben. Und das Problem ist einfach, dass wir unter hohem Zeitdruck stehen. Also Abrüstungsvereinbarungen, Rüstungskontrollvereinbarungen brauchen wahnsinnig viel Zeit, haben in der Geschichte immer viele, viele Jahre gebraucht, um zustande zu kommen. Und diese Zeit haben wir einfach im Moment nicht, wenn wir verhindern wollen, dass die Diplomatie vollkommen von der Technik überholt wird. Vielen Dank, Herr Reils. Wir machen eine letzte Fragerunde und ich werde es nicht schaffen, Sie alle dran zu nehmen. Wir fangen mit der Dame an, mit der grünen Bluse, die sich schon lange gemeldet hat. Dann nehmen wir diesen jungen Mann und die junge Dame in der zweiten Reihe. Bitte sehr. Also ich heiße Else Rosbach, ich bin US-Bürgerin mit der Organisation Code Pink und auch mit der Deutsche Drohnenkampagne. Und ich wollte Sie fragen, Herr Reels, wenn das Außenministerium ist gegen, wie ich verstanden habe, autonome Waffen. Aber Außenministerium, soweit ich weiß, unterstützt, dass Deutschland in den Drohnenkrieg einsteigen darf mit bewaffneten Drohnen. Und für mich ist das ein großer Widerspruch. Das war in zum Beispiel in 2014, als es gab eine Anhörung zu der Frage der bewaffneten Drohnen. Da hat der Dr. Marcel Dicko von der Stiftung Wissenschaft und Politik ganz klar gesagt, dass genau durch das Einsteigen und das Verwendung und Einsatz von bewaffneten Kampfdrohnen diese Technologie gefördert wird und beschleunigt wird, diese Entwicklung, was Sie befürchten. Und in ein paar Wochen wird die Bundesregierung entscheiden, nicht Bundesregierung, sondern der Bundestag, aber nach einer Vorlage vom Bundesministerium, ob Deutschland bewaffnungsfähige Drohnen jetzt anschafft zum ersten Mal. Und bis jetzt ist Deutschland allein unter den großen NATO-Staaten, die keine bewaffnungsfähige Drohne hat. Wir in den USA finden das sehr gut. Wir haben einen Widerstand dort zum Drohnenkrieg und wir sehen nur in Deutschland die Hoffnung, dass das nicht sich so weiterentwickelt, dass ein bisschen Widerstand. Wir sehen das auch in NSA-Untersuchungsausschuss, dass es überhaupt stattgefunden hat. Und deswegen frage ich Sie, das ist für mich ein großer Widerstück. Und das Zweite, was ich sagen will, es hängt nicht nur von autonomen Menschen entscheiden. Unsere Drohnenpiloten, die entscheiden nicht, wer getötet wird. Die CIA entscheidet. Und dann wird das vermittelt. Es gibt immer den Telefonanruf von CENTCOM und so weiter. Ja, den können Sie jetzt abschießen. Und die Leute, die da sitzen, ja, die, wenn die entfernt werden, wenn es nicht die Drohnenpiloten geben, dann wäre das Prozedur dasselbe, dass sie manchmal nach Signature Strikes, die sagen, alle Männer zwischen 16 und 50, die Barten tragen in einem Gebiet, die sollen umgelegt werden, ob mit einem Drohnenpilot oder ohne einen Drohnenpilot. Und deswegen finde ich manchmal diese Diskussion um autonom eine Ablenkung. Bei den Sondierungsgesprächen gab am Ende Ergebnis in diesem Jahr 2018, sagt es, wir sind gegen völkerrechtswidrige Tötungen mit autonomen Waffen. Wir mussten darum kämpfen, dass es dann sagte, wir sind gegen völkerrechtliche Tötungen auch mit Drohnen. Und das möchte ich wissen, warum die Bundesregierung nicht so in diesen Drohnenkrieg einsteigen will jetzt. Vielen Dank. Die Frage ist sehr klar. Der junge Mann in der dritten Reihe und dann die Dame ganz rechts und dann abschließendes Panel. Bitte sehr. Mein Name ist Ralf Mohr. Ich glaube, dass wir in der Diskussion etwas vereinfacht haben, nämlich wir haben ganz klar getrennt zwischen einer Maschine und einem Menschen. Ich glaube, dass diese Trennung früher oder später zunehmend schwierig werden wird, weil zunehmend kybernetische Organismen eine zunehmend bedeutende Rolle spielen können werden.
Und kybernetische Organismen ist nichts irgendwas extrem Spaciges, was in fernster Zukunft erst stattfinden wird, sondern kybernetische Organismen gibt es bereits jetzt schon in einem relativ primitiven Stadium. Aber auch hier besteht das Potenzial, dass sich hier Dinge weiterentwickeln werden. Ich glaube, wenn wir die Frage behandeln, was autonome Waffen oder autonome Waffensysteme sind, sollten wir auch die Frage analysieren, wann Menschen noch autonom handeln können. Und ich glaube, dass früher oder später Zeitpunkt gekommen sein werden, dass Menschen eben nicht mehr autonom handeln können, weil sie zum Teil zum kybernetischen Organismus mutiert sein werden. Und hier würde mich Ihre Einschätzung interessieren, inwieweit bei dieser Betrachtung, inwieweit autonome Waffensysteme über Leben und Tod noch entscheiden können dürfen, nicht auch kybernetische Organismen mit einbezogen werden sollten. Herzlichen Dank. Die Dame in der zweiten Reihe, die gerade in ihr Büchlein schreibt, hat... Ach nee, Sie daneben. Sorry. Die letzte Frage. Juliane Krüger, Open Knowledge Foundation Deutschland. Ich würde gerne die Frage der Abstraktion noch mal ein bisschen weiter drehen. Wir hatten ja einerseits die Abstraktion der politischen Entscheidung, wen schicken wir da eigentlich in die entsprechenden Länder zum Kämpfen, oder auch die Abstraktion, wer ist eigentlich mein Ziel? Aber es gibt noch zwei andere Aspekte, nämlich der eine ist, wer ist eigentlich der Angreifer und wo ist eigentlich das Schlachtfeld? Weil in dem Moment, wo ich eine Maschine irgendwo hinschicke, wissen wir alle, wir können dann behaupten, das wäre der Russe, aber eigentlich wissen wir es nicht. Und aber auch auf der anderen Seite, das Schlachtfeld ist ja dann auch irgendwann unklar, wenn wir diesen Aspekt weiter drehen. Irgendwann können alle auf diese Software zugreifen. Vielleicht ist die Software dann sogar frei verfügbar und alle können sie benutzen. Dann können wir sie auch überall einsetzen und dann kann sie im schlimmsten Falle sogar auch von einer Polizei eingesetzt werden, wie auch immer. Und es ist gar nicht mehr klar, es wird jetzt in diesem Land gegen Soldaten als Vertreter und Vertreterinnen dieses Landes gekämpft. Wo wird dann eigentlich gekämpft? Und das wäre jetzt so eine Frage, die ich hätte. Wo ist eigentlich da der Stand der Diskussion? Weil am Ende kann ich mir so drei Szenarien vorstellen. Es wird überall gekämpft, man weiß gar nicht mehr genau, wo nicht. Es wird vielleicht gar nicht mehr gekämpft, weil alle denken, okay, der andere hat ja dieselbe Waffe wie ich, also fange ich lieber gar nicht erst an, weil kann genauso zurückkommen. Oder kämpfen dann irgendwann nur noch die Maschinen gegeneinander? So. Vielen Dank. Mit Blick auf die Uhr eine sehr kurze Antwortrunde. Wir fangen mit John Riles an. Eine konkrete Frage an dich war, warum sagt die Bundesrepublik Ja zum Drohnenkrieg und Nein zu autonomen Waffensystemen? Gibt es da nicht einen Widerspruch? Also würde ich nur ganz kurz sagen, also Drohnentechnik unterscheidet sich schon ganz grundlegend von autonomer Waffentechnik. Bei den Drohnen gibt es eben einen Piloten, der die Drohne steuert und den Befehl gibt. Das unterscheidet sich eben ganz grundlegend von autonomen Systemen, die eben selber entscheiden würden. Dann ist der zweite Punkt, wenn die Bundeswehr bewaffnete Drohnen anschaffen sollte, wird sie die nach ihren eigenen Regeln anwenden. Das heißt in keiner Weise, dass wir damit irgendetwas Vergleichbares tun werden wie die USA. Und dann würde ich auch noch sagen, dass die Bundesregierung sich durchaus darüber im Klaren ist, dass es eine schwierige Technik ist. Und deshalb steht ja auch im Koalitionsvertrag drin, dass wir an Regeln für bewaffnete Drohnen arbeiten werden. Und ich teile Ihre Sorge in einem Punkt. Ja, bewaffnete Drohnen bergen das hohe Risiko, dass sie eines Tages mit autonomer Technik ausgestattet werden und würden sich eben anbieten, dann ein erstes als Vorläufer autonomer Waffensystem. Insofern, in dem Punkt haben Sie vollkommen recht, da muss man sehr genau aufpassen, was da passiert. Ich würde gerne die nächste Frage beantworten, mit Blick auf die Uhr. Und die würde ich an Lorena richten. Der Kollege hat eben auch gefragt, wir machen hier so ein bisschen auch eine idealtypische Unterscheidung zwischen dem Menschen, der über vollständige Autonomie verfügt, und der Maschine, die keine
über keine Autonomie verfügt im Sinne, dass sie souverän handeln, entscheiden, erkennen und so weiter kann. Jetzt ist dieser Begriff gefallen von kybernetischen Organismen, mit denen ich ehrlich gesagt nichts anfangen kann, aber Gott sei Dank haben wir Algorithm Watch hier. Und deshalb, ich glaube, die Frage war, verliert der Mensch an Autonomie und kann man diese Unterscheidung, diese Dichotomunterscheidung Mensch-Maschine in der Zukunft noch so aufrechterhalten? Ich glaube, es gibt viele Szenarien, die in der Zukunft kommen werden, womit wir uns beschäftigen werden. Ich glaube, das, was jetzt unmittelbar davor steht, wo wir uns tatsächlich mit Regulierung beschäftigen mussten, ist nicht das Szenario der Kybernetik mit einer Art von Cyborg, wo es schwierig ist, dann zu sehen, wie viel Mensch ist da, wie viel Programmierung ist da. Dieses Szenario gibt es und es gibt tatsächlich auch eine rege Diskussion über, wie die Interaktion Mensch-Maschine ist. Und es wird tatsächlich auch da geforscht, aber das, glaube ich, ist bei weitem, also meines Wissens, und ich bin beteiligt an einem Humind-Projekt innerhalb der EU, die sich genau mit diesen Fragen beschäftigt, sind wir noch nicht so weit, dass wir tatsächlich so eine Synergie als tatsächliches Gegenstand von realen Wirklichkeiten reden können. Programmierung ist menschengemacht. Wenn Menschen einfach ein Cochlea-Implantat tragen und daran einfach basteln, um einfach bestimmte Frequenzen zu hören, die sonst Hunde hören können, das verändert ihr Wille nicht. Das verändert auch, also da kann man nicht darüber reden, dass die Maschine einfach im Wille des Menschen so verändert, dass wir moralische Sinneswandlungen da spüren. Natürlich Winston Churchill hat gesagt, wir bauen Gebäude und damit gestalten wir die Welt, aber diese Gebäude dann verwandeln uns und gestalten uns. Und natürlich ist da immer etwas, was der Mensch macht, Kultur, dann auch der Mensch verändert. Die Interaktion zwischen Kultur und Natur ist immer schwierig. Ja? Wenn wir einen Baum einfach künstlich verändern und eine neue Sorte künstlich bauen, was ist das, Kultur oder Natur? Diese Debatte ist alt. Und trotzdem bleibt es dabei. Der menschliche Hirn funktioniert nicht mit Statistik. Wir haben deduktive Verfahrensweisen, Logik. Wir haben die Möglichkeit des Sich-Hineinversetzens in dem anderen. Wir haben Empathie. Wir haben viele Prozesse, die Maschinen nicht replizieren können. Und die Tatsache, dass man einfach durch irgendwelche Gerätschaften künstliche Beine einsetzen kann oder Cochlea-Implantate oder Sehhilfe, Möglichkeiten oder Sachen, die den Nerv irgendwie verändern, damit man keine epileptischen Anfälle hat, um Beispiele zu nennen, heißt nicht, dass diese wesentlichen Fähigkeiten, die der Mensch hat, grundsätzlich geändert werden. Vielen Dank, Lorena. Ich würde die letzte Frage gerne an Frank Sauer stellen. Es war die Frage nach, Sie haben gesagt, Sie können sich schwierig so Szenarien auch vorstellen, wie KI, verstärkte Waffensysteme, autonome Waffensysteme kämpfen. Wo ist das Schlachtfeld? Wo ist der Angreifer? Frank, wie sieht der Krieg der Zukunft aus? Frage an den Leiter der Taskforce, Disruptive Technology and 21st Century Warfare. Also wie ist 21st Century Warfare als kleiner netter Abspann unserer Diskussion. Bitte, Frank. Ja, vielen Dank für die Frage, Giorgio. Also ich werde mich auf keine Spekulation einlassen, wie der Krieg der Zukunft aussieht. Ist ja nicht so lange her, da haben wir noch gedacht, diese asymmetrischen Aufstandsbekämpfungs-Antiterrorkriege sind das, was uns die nächsten 30 Jahre beschäftigt und dann plötzlich sozusagen war der zwischenstaatliche Krieg wieder da. Also ich lasse mich auf sowas nicht ein. Ich denke eher, wir müssen es so rumdenken. Was können wir politisch erwirken mit Blick darauf, was wir nicht möchten und verhindern können? Und ich glaube, da haben wir heute Abend eine Diskussion geführt, die sehr klar gezeigt hat, dass es bestimmte Grenzen gibt mit Blick der Fortentwicklung von Waffensystemen, die wir alle aus ganz verschiedenen Gründen, politische Gründe, rechtliche Gründe, ethische Gründe, nicht überschritten sehen wollen. Und da lässt sich in der Tat was machen. Ich würde sogar sagen, mit Blick auf dieses konkrete Problem, was uns hier beschäftigt,
haben wir nur einen kleinen Ausschnitt, der vielleicht besonders gut sich kristallisiert und sich an dieser Frage des, von Leben und Tod auf dem Schlachtfeld festmacht und im Vergleich auch zu einigen anderen Diskussionen relativ früh angefangen hat. Aber das Grundsätzliche wird uns ja weiter beschäftigen. Also ich sage nur, nicht autonomes, sondern selbstfahrendes Auto, ja, oder all die alten vielen Dinge, sozusagen die Algorithm Watch beschäftigt. In allen Lebensbereichen werden wir uns fragen, wie soll das Verhältnis Mensch zu Maschine ausgestaltet sein? Und da werden wir vermutlich nicht nur in unterschiedlichen Bereichen zu unterschiedlichen Antworten kommen müssen. Ich glaube, dass der Autoverkehr eine andere Geschichte ist als die Kriegsführung, sondern vielleicht sogar auch in bestimmten Ländern zu unterschiedlichen Antworten kommen. Aber mit Blick auf Deutschland können wir doch sagen, wir wollen, und wir haben das jetzt seit Jahren in allen Dokumenten festgeschrieben und politisch haben wir das gehört und hochrangige Bundeswehrvertreter haben das gesagt, wir wollen keine Waffensysteme, die nicht unter menschlicher Verfügungsgewalt stehen. Und ich glaube, da sind Vorschläge auf dem Tisch, wie man umsetzen könnte. Und jetzt wäre sozusagen es an der Zeit, dass ein bisschen mehr, sagen wir mal, politischer Druck da entsteht und eine politische Diskussion entsteht, dass man auch sagt, ja, wir glauben, wir haben eine ungefähre Idee, in welche Richtung es gehen könnte. Lasst uns das erarbeiten, lasst uns das aufschreiben. Und dann haben wir vielleicht dieses Thema vielleicht zumindest für ein paar Jahre ganz gut in den Griff bekommen. Vielen Dank, Frank. Mit diesem hoffnungsvollen Message möchte ich diese Veranstaltung beenden. Autonome Waffensysteme werden uns weiter beschäftigen, aber wir sind, glaube ich, vielleicht auch auf einem guten Weg. Es gibt hier Konsens, dass Maschinen nicht töten sollen. Es gab in den letzten Wochen eben auch offene Briefe aus der KI-Community, die eben ganz klar sagen, wir sehen ein Unbehagen, wenn künstliche Intelligenz kritiklos ins Militärische diffundiert. Nehmen Sie dieses Unbehagen mit, verbreiten Sie die Message und wir freuen uns, dass Sie hier waren. Ich verabschiede mich auch von allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Livestream. Danke, dass Sie hier waren. Einen schönen Abend Ihnen und auf Wiedersehen. Applaus